Meine Lieben, herzlich willkommen bei der 44. Ausgabe der LinkedIn-Show. Wie man an den immer komplexeren Zahlen-Mystik-Spielen dieser Sendung erkennt, habe ich mir... da ist das Licht noch gar nicht an, deswegen... Ich bin gar nicht so blass. Ups. Sag ich doch. Wie man an den mystischen Zahlenspielen in dieser Sendung unschwer erkennt, ist das alles von langer, langer Hand geplant. Letzten Donnerstag mein 44. Geburtstag, heute die 44. LinkedIn-Show mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Felix Tönnesen wird sich heute mit mir austauschen über sein Hauptthema Startups, digitale Kommunikation. Felix ist ein sehr, sehr gefragter Keynote-Speaker und er hat auch 4 Jahre lang die Startups bei Höhle der Löwen beraten, also dem deutschen Pendant zum österreichischen 2 Minuten, 2 Millionen, beziehungsweise umgekehrt. Die Sendung, in der Startups ihre Projekte präsentieren und natürlich, wie ihr alle wisst, gerade bei Startups in einer frühen Phase hat man keine Millionen Werbebudgets und da geht es natürlich ganz, ganz stark um organisches Wachstum, um den smarten Einsatz von Social Media auch in sehr, sehr vielen Fällen. Hallo, hi Susan, wo du jetzt gerade auftauchst, ich habe es natürlich auf der Liste stehen, morgen, Freitag, der 19.06., unser frühestes Live. Susan und ich werden gemeinsam um 7 Uhr morgens euch aufwecken, sozusagen der LinkedIn-Wecker mit Susan und Richie. Unser Thema, die Charta for Respect, die LinkedIn-Charta for Respect. Ja, unsere Aktion für einen respektvollen und auch achtsamen Umgang miteinander. Ich freue mich schon sehr drauf und damit zum weiteren Programm der LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Wie manche sagen, die beste B2B-Talkshow im deutschen Sprachraum. Andere behaupten, es wäre die einzige. Wie dem auch sei, wir haben ein neues Feature, wie ihr hier unten unterhalb von mir sehen könnt, gibt es eingeblendete Kommentare. Das ist jetzt nun wirklich nicht so mega innovativ mit OBS Studio. Das geht technisch gesehen schon lange. Nur seit kurzem spielt auch LinkedIn eben die Kommentare über diese Schnittstelle zurück und ja, deshalb kann Restream sie auf eben einblenden, als für die von euch, die OBS verwenden, als Browser-Source. Muss man bei Restream den Link nehmen und dann sieht das so aus. Ich habe es mal ausprobiert, muss ich etwas spielen mit der Breite und Höhe. Aber warum erwähne ich das? Ich freue mich natürlich, so wie immer, ganz, ganz furchtbar, höllisch, erschreckend über eure Kommentare. An dieser Stelle herzlich willkommen Daniel, ja, wir können sehr gerne mal einen Talk machen, herzlich willkommen Dirk, C4R, vollkommen richtig, C4R oder auf Englisch C4A, Charta for Respect. Ich bin mir da übrigens bin gerne offen für Vorschläge, wenn ihr da Ideen habt. Ich bin mir selber immer unsicher, das ist eines dieser Wörter, Charta, im Englischen ist klar, Charta for Respect, im Deutschen sagt man Charta, sagt man Charta, geht beides, ja, vielleicht Susan, vielleicht morgen eine Abstimmung dazu machen. Hi, liebe Christina, freut mich natürlich sehr, wenn du morgen auch mit dabei bist. Ja, und damit, das habe ich noch ganz vergessen zu sagen, in Frag den Richie geht es heute um ein Thema, das mir in Workshops immer wieder begegnet. Ich habe die Frage anonym über die Webseite bekommen, wie viele Kontakte brauche ich in meinem Netzwerk, bevor ich mit Social Selling beginnen kann? Und ich fand die Frage sehr spannend, weil einiges natürlich drinnen steckt möglicherweise und ja, die Antwort, ich möchte nicht spoilern, aber die Antwort ist selbstverständlich, wie ihr alle wisst, 342, nein, Schwachsinn, da gibt es natürlich keine fixe Zahl, aber mehr dazu, warum die Netzwerkgröße eben sehr wohl eine beträchtliche Rolle spielt, in Kürze in Frag den Richie. Im Hack der Woche schauen wir uns heute eine Kleinigkeit an, die aber vielen Nutzern nicht bekannt ist, wie kann man Einträge am eigenen Profil umsortieren und wie legt man damit fest, welcher aktuelle Arbeitgeber gerade angezeigt wird. Und selbstverständlich, wie bereits angekündigt, das Interview, auf das ich mich schon sehr freue, mit Felix Tönnesen. Aber zuvor noch eine kleine Ankündigung. Ich habe mich sehr gefreut und ich weiß, dass einige unserer Zuseherinnen, Christina zum Beispiel, morgen auch dabei ist. Ich ward eingeladen vom PAVA, das ist der Public Relations Verband Austria. Die machen immer, ich war auch früher schon mal dort vor Ort, vor Corona, lange vor Corona, Veranstaltungen,
Vormittags, Breakfast, Lunch, Diskussionsrunden zu aktuellen Themen. Momentan noch als Webinar, obwohl wir ja schon wieder ziemlich im Ausklingen von Corona sind. Das war auch schon länger ausgemacht. Und das findet morgen um 11 Uhr statt und ist, weil es über meinen Zoom-Account stattfindet, limitiert auf 100 Plätze. Und nachdem ich das hier auf LinkedIn gepostet und über meine Newsletter rausgeschickt hatte, waren die ganz, ganz schnell weg. Also stand ich vor der schwierigen Entscheidung, Zoom upgraden oder nein, es wird einen Livestream geben. Wir machen es nicht öffentlich, aber grandioserweise kann man ja auch seit kurzem nicht nur aufs private Profil, sondern auch direkt in einen LinkedIn-Event streamen. Das heißt, ich habe einen privaten Event angelegt, der heißt LinkedIn für PR-Profis. Und wenn ihr damit live dabei sein wollt, morgen um 11 Uhr, dann tretet einfach dem Event bei. Nachdem es ein privater Event ist, muss ich das bestätigen. Das mache ich dann natürlich auch ganz schnell. Und ja, ihr könnt erstens da morgen live zusehen und zweitens, ich werde das Video nicht öffentlich posten. Zweitens gibt es dann hier auch das Archiv bzw. eben die Aufnahme zum Nachsehen. Also ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass die Plätze so schnell vergeben waren. Es wird morgen auch reichlich Raum für Diskussion geben, wie der Titel bereits erahnen lässt. LinkedIn für PR-Profis. Geht es um zwei Themen. Zum einen, wie kann ich als PR-Experte und speziell als EPU, als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer, an dieser Stelle danke für die Aufklärung. Der Begriff EPU ist in Deutschland absolut nicht gängig, in der Schweiz glaube ich auch nicht. In Österreich verwenden wir den für Ein-Personen-Unternehmen. Ich glaube, in Deutschland heißt das Ein-Personen-Unternehmen, oder Einzelunternehmen, wie auch immer. Also wenn ich EPU sage, Einzelunternehmerinnen, Einzelunternehmer. Wie können die LinkedIn nutzen, wenn sie im PR-Bereich tätig sind, um sich selber zu positionieren? Das ist die eine Seite der Medaille. Und natürlich, da habe ich auch schon sehr viele PR-Agenturen gecoacht und trainiert. Wie kann ich LinkedIn in meine Kundenkonzepte einbinden? Wie kann ich LinkedIn fürs Content-Marketing möglicherweise, für die Stakeholder-Kommunikation verwenden? Das alles sehr, sehr komprimiert morgen in kürzester Zeit. Mein Vortrag wird ungefähr 30 Minuten dauern. Mit 5 Minuten Überziehung ist zu rechnen. Ja, und dann werden wir diskutieren und Fragen stellen. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich werde mindestens so schnell sprechen wie hier in der LinkedIn-Show, damit sich das ausgeht. Aber ich habe da ein paar ganz interessante Ideen, die für die oder den einen oder andere PR-Expertin, boah, jetzt wird schwierig mit dem Splitting, glaube ich, ganz spannend sein können. Und ich freue mich, ich habe auch gesehen, dass sehr, sehr viele Praktika, EPUs, aber auch Mitarbeiter von größeren PR-Agenturen damit dabei sind. Und ich freue mich sehr auf eure Fragen, Diskussionen und natürlich auch auf jede Menge Kontroverse. Ich brauche LinkedIn nicht. Wer braucht LinkedIn in der PR? Shoot at me, fire at me. Aber naturgemäß habe ich da natürlich die Meinung, dass gerade im B2B-Bereich LinkedIn ein absolut unverzichtbares PR-Tool ist. Und ich habe ein kurzes Ankündigungsvideo gemacht und I swear, true story, hätte auch gut erfunden sein können, ist es aber nicht, auch die Preissteigerung um 300% nicht. Also das hat mich dann auch auf die Idee gebracht, ja, kann man gut verbinden, da gibt es einiges zu tun. Aber sehen Sie sich das selber an. LinkedIn, Personal Branding und Public Relations. 3x3 Special diesen Freitag und du bist herzlich eingeladen. Aber lass mich von vorne beginnen. Was haben Public Relations mit der momentanen Situation zu tun? Corona, Krise? Eine kleine Fabel dazu. Eines schönen Tages, Mitte Mai, während der sich langsam am menschenleeren Horizont abzeichnenden ersten Corona-Hoffnungsschimmer, kontaktierte ein Workshop-Veranstalter und guter Bekannter von mir mehrere renommierte Wiener Hotels um Angebote für sehr geräumige Seminarräume, Stichwort Abstandsregel, einzuholen. Alle Angebote bewegten sich indes in überraschender Höhe. Die Preise waren während Corona um bis zu 300% gestiegen. So sind die eben jetzt, die Preise, lautete der Tenor auf die überraschte Nachfrage, ob denn da gleich die Nächtigung für die ganze Gruppe inkludiert sei. Und ja, natürlich gibt es da draußen auch die Hotels, die Privatgästen mit schlauen Kommunikationskampagnen, Corona-Rabatten und kulanten Storno-Bedingungen die Entscheidung wesentlich leichter machen und die auch darüber sprechen. Aber wie schaut es im B2B-Bereich aus? Ich habe keine Ahnung. Wenn es da draußen spannende Angebote gibt, dann verbreitet die doch auch mal über die richtigen Kanäle und überdenkt eure PR-Strategie. Da draußen warten nämlich eine Menge hungriger Workshop-Anbieter und natürlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die genug haben von 2D, manchmal vielleicht sogar 3D-Gesichtern und die endlich viel lieber wieder den exquisiten Duft von Real-Life-Coachings tief inhalieren möchten. Und das ist nur ein Beispiel. Wir erleben eine wirtschaftlich fordernde Zeit. Unternehmen streichen ihre PR-Budgets. Wir erleben immer wirtschaftlich fordernde Zeiten. Wenn ich unsichtbar bin für meine eigene Zielgruppe und wenn ich meinen Kunden im PR-Bereich bloß einen Pressetext statt Kommunikation mit Leads und statt Dialog mit der Zielgruppe versprechen kann, warum sollten die ihr Budget dann ausgerechnet für mich ausgeben? Wir gehen am Freitag den essentielleren Fragen auf den Grund. Wie machst du dich als PR-Expertin oder PR-Experte für B2B-Kunden sichtbar? Wie kannst du LinkedIn in deine PR-Konzepte integrieren? Sei mit dabei diesen Freitag von 11 bis 12 Uhr. Die Veranstaltungen des Public Relations Verbands Austria kosten normalerweise 25 Euro Eintritt, aber weil ihr es seid, habe ich ganz nett gefragt und wie anfangs erwähnt, ihr seid alle eingeladen, die Teilnahme ist gratis. Bitte registriere dich über die PRVA-Seite. Den Link findest du im ersten Kommentar. Ich freue mich auf Freitag. Ja, ich freue mich wirklich sehr auf morgen. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. Subliminale, subtile Neuromarketing-Signale eingesetzt in diesem Video. Ein energetisches Muster auf meiner rechten Wange. Oder ich habe vorher an das Kugelgelenk des großen Stativs gegriffen und mir unabsichtlich Schmiere ins Gesicht gegeben, das erst beim Meditieren bemerkt, man weiß es nicht. Genau das ist ja auch das Problem beim Priming. Ist immer wahnsinnig amüsant, wenn ich meine Wahrnehmungsworkshops halte und den Teilnehmern dann Priming erkläre und diese Prinzipien auch benutze für verschiedene Tricks und so weiter, dann entsteht natürlich sofort so ein komplettes Grundmisstrauen und die unterstellen einem dann bei allem, dass da Priming damit gemeint ist, hat das was zu bedeuten, dass du deinen linken Fuß gerade vorhin so hingestellt hast. Sehr, sehr spannend und zeigt auch, eines der wichtigsten Dinge überhaupt ist der Fokus der Aufmerksamkeit. Und das ist jetzt nebenbei natürlich wieder mal total, total typisch. Ausgerechnet dann, wenn Robert, hallo und herzlich willkommen, schreibt, unglaublich, was du alles weißt und welche Tipps und Tricks du uns zugänglich machst. Dankeschön, Chapeau. Genau dann werden die Kommentare nicht angezeigt. Ich freue mich sehr. Wir haben ja diesen Montag vor 4 Tagen mit der Challenge 44 gestartet, war, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, ich hoffe, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat es gefallen, für mich war es super, super lässig, ich lerne da auch sehr viel, genauso wie ich es vermutet habe. Und damit, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr morgen dabei seid und wir stürzen uns jetzt mal kopfüber, eiskalt, beinhart in die weitere Sendung. Und die fängt heute an mit Frag den Richie. Ich habe den Move jetzt schon fast drauf, ich muss nur die Sessellehne etwas anders positionieren. Also, frag den Richie. Es gibt keine dummen Fragen, sagen oft Lehrer. Ich glaube, es gibt dumme Lehrer und es gibt dumme Fragen, das kennen wir alle aus dem täglichen Leben. Es gibt jede Menge dumme Fragen, aber das hier von anonym eingeschickt über meine Webseite, das ist alles andere als eine dumme Frage. Nebenbei bemerkt, wenn euch irgendwas quält, wenn ihr gerne was über LinkedIn wissen möchtet, einfach hier in die Kommentare oder mir eine E-Mail schicken oder eine Nachricht oder eben auch auf datenschmutz.net/LinkedIn-Show gehen. Da gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr wahlweise eure Namen eintragen, könnt mir eure Fragen aber auch anonym schicken, so wie in diesem Fall geschehen. Also, wie viele Personen brauche ich in meinem Netzwerk, damit ich mit Social Selling beginnen kann? Eine klassische Schätzfrage, könnte man sagen, aber in der Tat wirklich nicht ganz trivial. Auf der einen Seite gibt es da qualitative Aspekte. Betrachten wir zuerst mal die extremen Grenzfälle, Minima und Maxima. Das schaut man sich in der Mathematik auch oft mal zuerst an, wenn man eine Funktion oder eine Kurve analysiert. Was ist das Minimum? 1 oder 2, je nachdem, ob man sich selber zum eigenen Netzwerk dazu zählt. Aber sagen wir mal ein Kontakt, das wäre das Minimum. Auf der anderen Seite 30.000 Kontakte,
Ihr wisst ja wahrscheinlich, bei LinkedIn, bei Facebook ist die Zahl der Kontakte, der Freunde, wie es dort heißt, auf 5.000 limitiert, bei LinkedIn auf 30.000. Allerdings, selbst wenn ihr diese 30.000 erreicht habt, dann können euch immer noch Leute folgen. Erstens mal, ihr könnt dann aktiv keine Anfragen mehr verschicken, ihr könnt aber immer noch Anfragen annehmen. Also so gesehen könnte man technisch gesehen auch mehr als 30.000 Kontakte haben. Und außerdem, die Zahl der Follower ist überhaupt nicht limitiert. Aber wir reden jetzt mal von den Kontakten. Ein Kontakt, 30.000 Kontakte. Wo in der Mitte ist so der Punkt, wo das Sinn macht? Es hängt immer vom Produkt ab. Stellt euch mal vor, ihr verkauft, ich weiß nicht, Raketenstartplätze, sehr wenig Kunden, sehr spezialisierter Markt. Und wenn Elon Musk gerade expandieren möchte und er euer einziger Kontakt ist und das über LinkedIn mitbekommt, dann reicht einer. Ein anderer Extremfall, 30.000 Kontakte, die sich wirklich aber sowas von gar nicht für euer Thema interessieren, wird in der Regel, gerade im B2B-Bereich, nicht einmal ein Zufallskauf passieren. Kann man jetzt also sagen, die Anzahl der Kontakte ist vollkommen egal, du kannst sofort beginnen? Nein. Ein ganz wichtiger Bestandteil, und das ist auch etwas, was ich bei den LinkedIn 3x3 Workshops immer sehr ausführlich erkläre, man hat oft die Optimierung des eigenen Profils im Kopf, den Digital Brand, ja, das ist wichtig, Content-Strategie, die Inhalte, die man postet, Planung, Erstellung, Moderation, das ist oft ein sehr, sehr zeitaufwendiger, wenn nicht sogar der zeitaufwendigste Teil. Aber der dritte Bereich, eben das eigene Netzwerk, die Annahme, Ablehnung von Kontaktanfragen, aber vor allem auch Personen zu kontaktieren, eben nicht nur random-based, sondern nach gezielter Recherche, das ist eben super, super wichtig. Und wie funktioniert diese Recherche? In der Regel gibt es natürlich mehrere Optionen, man kann Hashtags, man kann sich Threads durchschauen, die User in Kommentaren ansehen, aber der wichtigste Punkt, und ich habe den auch schon öfter hier erwähnt in der Sendung, ist die Suchfunktion. LinkedIn hat eine sehr umfangreiche Möglichkeit, Boolsche Algebra, das heißt sehr umfangreich, es gibt nicht so viele Operatoren, aber mit Boolsche Algebra kann man sehr komplexe Suchanfragen basteln, sowohl in LinkedIn selber und natürlich noch wesentlich komplexer im Sales Navigator. Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, man durchsucht eine Grundgesamtheit, die abhängig ist von der Größe des eigenen Netzwerks, weil mit dieser LinkedIn-Suche, sowohl auf LinkedIn, das ist auch kein Unterschied zwischen Free und Premium, und im Sales Navigator, durchsucht ihr damit immer eure eigenen Kontakte, also die sogenannten First, Kontakte ersten Grades, euer Second Network, also das sind die Personen, mit denen man mindestens einen gemeinsamen Kontakt hat, und euer Third Level Network, das sind die, wo man sich über zwei Ecken kennt. Und damit ihr euch da ungefähr etwas vorstellen könnt, das wächst stark exponentiell an, klarerweise, wenn ihr, und das sind so Durchschnittswerte, die unterscheiden sich natürlich, aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, wenn ihr 500 Kontakte ersten Grades, also 500 eigene Kontakte habt, dann hat euer Second Level Network schon eine Größe von deutlich über 100.000 Kontakten, und das Third Level Network liegt dann schon deutlich über 2 Millionen. Also zum Beispiel weit mehr als LinkedIn derzeit Nutzer in Österreich hat. Und auch deutlich unter der Dachzahl. Das heißt also, für diesen ganz spezifischen und sehr wichtigen Anwendungszweck, dass ich gezielt passende Kontakte recherchiere, dass ich die anschreibe, in mein Netzwerk aufnehme, brauche ich eine gewisse Grundgesamtheit, weil, wenn ihr so wollt, jeder Kontakt, speziell Kontakte, die selber ein großes Netzwerk haben, mein Second- und Third-Level-Netzwerk sehr, sehr vergrößern. Also mit anderen Worten, wenn ihr mir oder genauso gut Ilkay oder Engin oder Natalia oder Irene oder Britta eine Kontaktanfrage schickt oder vice versa, wenn wir als User sind, die über 10.000 Kontakte haben, dann vergrößert das euer eigenes Netzwerk sehr, sehr stark, eben nicht nur um diese, sagen wir mal, wir haben 100 gemeinsame Kontakte dann und wir vernetzen uns, dann hättet ihr, wenn ich 10.000 hätte, 9.900 neue Kontakte in eurem Second Level Network. Aber jeder dieser 9.900 Kontakte hat wiederum Kontakte, die dann zu eurem Third Level Network zählen. Und insofern sind diese, wie es früher mal hieß, die Super Connectors, die Accounts mit den großen Netzwerken, schon sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend.
Speziell dann, wenn es sich um getargetete Accounts handelt und diese Zielgruppe für mich auch interessant ist. Und dann wird natürlich auch schnell klar, wenn man sich näher mit LinkedIn und mit Netzwerkaufbau und so weiter beschäftigt, dass Personen, die da sehr viel Zeit investieren, du wisst ja auch, ich stelle sehr viel Inhalte auf LinkedIn und so weiter, ich werde mir natürlich sehr, sehr gut überlegen, ob ich irgendeinen windigen Sales-Posten in mein Netzwerk aufnehme. Na, natürlich nicht, weil das hat eben nicht nur die Auswirkung, dass er möglicherweise mich nervt, sondern ich gebe ihm nicht direkten Zugang, aber über die Suche zumindest Access zu mehr oder weniger meinem kompletten Netzwerk. Dieser Zusammenhang ist für die Person, die dann vielleicht später kontaktiert wird, nicht unbedingt unmittelbar erkennbar, aber es sieht das dann zumindest in der Überschneidung. Also wie gesagt, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, es gibt da keine konkrete Zahl. Ich kann auch mit fünf sehr großen Nutzern schon ein wahnsinnig großes Third-Level-Network haben. Zum Ersten und zum Zweiten hängt es natürlich nicht von der Größe wirklich ab. Aber für die Nutzung von LinkedIn generell spielt eben die Zahl der eigenen Kontakte eine sehr, sehr große Rolle. Das ist ein Faktor, der häufig übersehen wird und den man natürlich absolut berücksichtigen sollte, wenn man, wie gesagt, das eigene Netzwerk strategisch und gezielt auf- und ausbaut. Das ist eines der Ums und Aufs, kann man da Plural verwenden, von LinkedIn. Ja, ich hoffe, ich habe das verständlich erklären können. Ist nämlich ein durchaus komplexes Thema. Ich habe da oft den persischen Erfinder, ich glaube ein Perser war das, der Erfinder von Schach, der das dann dem König oder Kaiser geschenkt hat und der dann auf dem ersten Feld ein Reiskorn, auf dem zweiten zwei Reiskörner. Und die sind natürlich dann draufgekommen, das geht sich nicht aus, nicht mit allem Reis der Welt, mit 64 Feldern. Und die Geschichte ist auch deshalb schön, weil dieses exponentielle Wachstum, das ist eigentlich etwas, das für uns sehr, sehr kontraintuitiv ist. Also mit anderen Worten, keep your network clean and keep shitheads out. Keep the good people coming. Ja, also macht durchaus einen Unterschied. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Freut mich, dass du dabei bist. Für alle neu hinzugekommenen, make excessive use. Die neue Kommentareinblendung, wir müssen sie testen. Sagt, wie haltet ihr es mit eurem Netzwerk? Seid ihr sehr, sehr strikt bei der Auswahl von Kontaktanfragen? Oder denkt ihr, schauen wir mal. Ist natürlich so, man kann auch alles wieder rückgängig machen. Wenn man dann jemanden später wieder entfernt, dann fallen diese Third Levels, die er durch eine selber bekommen hat, dann natürlich auch wieder raus aus dem Netzwerk. Also, ja. Keine LinkedIn-Vernetzung ist für die Ewigkeit. Ganz im Gegensatz zur katholischen Ehe. Bevor wir zum lieben Felix Tönnesen kommen, unser zweites Thema heute, recht kurz und knackig, aber mir ist eben aufgefallen, dass das doch eine Sache ist, die ganz, ganz schön lästig sein kann, aber bevor ich hier lange um den heißen Brei herumschnacke, schauen wir uns das doch einfach an. Und zwar, es geht ganz konkret um die Sortierung von Inhalten am eigenen LinkedIn-Profil, nämlich ganz konkret die Job-Einträge. Das ist dann relevant, wenn man Jobs bei mehreren Arbeitgebern parallel hat. Einerseits, ihr seht hier auf meinem Profil, bei meinem eigenen Unternehmen habe ich mehrere Jobfunktionen eingetragen. Das ist sozusagen die Hauptfunktion, Geschäftsführer. Und ich habe hier die LinkedIn Show und den Podcast eingetragen, auch um diese einzelnen Einträge raufladen zu können. Und ihr seht jetzt, wenn man bei einem Arbeitgeber unterschiedliche Jobs hat, dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder man hat im Laufe der Zeit im Unternehmen die Position gewechselt, hoffentlich Richtung, ja, vielleicht nicht hierarchisch nach oben, aber zumindest spannender, besser bezahlt, whatever. Und beginnt dann eben als Tellerwäscher, endet dann als CEO-Millionär, kann die einzelnen Stationen eintragen, dann haben die einmal eine chronologische Abfolge. Der andere Fall ist, dass man eben parallel mehrere Jobs hat und jetzt macht es LinkedIn so bei den Jobs, sowohl bei einem Arbeitgeber als auch bei unterschiedlichen, dass die Einträge mal ganz grundsätzlich chronologisch sortiert werden. Wenn ich aber mehrere parallel habe, dann habt ihr hier diese, das ist kein Burger-Menü, das sind vier Striche,
Doppelburger-Menü. Wenn man da mit der Maus drüber fährt, dann kann man die hier dragen und droppen. Und ihr seht, dieses Symbol gibt es hier einmal für diesen ganzen Jobblock, also die Jobs beim selben Arbeitgeber, und hier ein zweites Mal bei jedem Unterjob. Also ich kann mir dann die auch anordnen, wie ich möchte. Ich habe eben hier beispielsweise die Universität, wo ich eben meinen Lehrauftrag habe, auch als Arbeitgeber eingetragen, und da kann ich mir dann auch aussuchen, ob ich das eben oben stehen haben möchte oder nicht. Das hat jetzt zum einen Auswirkungen auf die Profilbesucher, die vielleicht halt doch das zuerst mal den ersten Job sehen, also dort tendenziell den hin, auf den man am meisten Aufmerksamkeit lenken möchte. Aber da steckt noch eine zweite Sache dahinter. Wenn ihr parallel mehrere Jobs eintragt, dann stehen die einfach mal in der eingetragenen Reihenfolge dort. Aber hier oben in der Übersicht der aktuelle Arbeitgeber, wenn ich mir irgendein Profil anschaue, super, super prominente Information. Eben wie immer Headerbild, Profilbild, Name, Slogan und der aktuelle Arbeitgeber. Und wie gesagt, hier wird immer der angezeigt bei mehreren Parallelen, den ihr als letzten eingetragen habt. Also wie gesagt, ihr könnt das dann steuern. Einerseits die Reihenfolge und andererseits auch diese Icon mit dem Kurzarbeitgeber. Muss man auch dieses kleine Element damit nicht König Zufall überlassen. Ja, wie gesagt, ein ganz, ganz kurzer Hack der Woche heute. Herzlich willkommen, lieber Norbert. Aha, sehr, sehr spannend. Es war bei mir ähnlich. Norbert schreibt, am Anfang hat er eigentlich alle akzeptiert, ist dann aber im Laufe der Zeit eben doch selektiver geworden. Ich glaube, das geht auch vielen Nutzern so. Spätestens dann, wenn man auch mit irgendwelchen nervigen Leuten die ersten negativen Erfahrungen gemacht hat. Und ich kann es nur immer wiederholen, abgesehen vielleicht von einigen Ausnahmefällen, beziehungsweise auch abhängig vom Inhalt der Nachricht, gerade dann, wenn überhaupt nicht klar ist, warum man kontaktiert wird von jemandem. Man kann dann auf sein Profil schauen und ein bisschen einen Blick in die Glaskugel werfen. Was möchte der von mir, wenn dann da irgendwie steht, Bitcoin Investment Coach oder so, dann ja, gleich einmal Finger weg. Aber grundsätzlich zu erklären, warum man jemanden kontaktiert, ist sehr, sehr hilfreich. Und ich meine das jetzt gar nicht auf der Ebene der Überredung oder Manipulation oder so, sondern einfach nur auf der Ebene des simplen Hausverstands. Ja, ich kann, natürlich ist keine gute Idee, jemanden zu schreiben, ich möchte dich jetzt gerne in mein Netzwerk aufnehmen, damit ich dich dann zuspammen kann in den nächsten Monate. Aber auch wenn da die ehrbarsten und lautesten Absichten dahinter stehen, ich glaube, es ist 50-50, dass der die Anfrage annimmt, wenn dem oder der betreffenden Person eben überhaupt nicht klar ist, wie er denn in den Genuss kommt. Das ist eben auch eine interessante Frage. Was sind die Kriterien? Ich glaube, die ändern sich auch immer ein bisschen. Bei mir persönlich eine Mischung aus Bauchgefühl, auch die Art der Anrede. Und ich mache dann schon meistens natürlich, wenn ich eine, was ja auch häufig vorkommt, wenn ich eine Anfrage ohne Nachricht bekomme, dann ist das Kriterium für mich eigentlich das Profil dieser Person. Da schaue ich mir dann an, wenn ich immer noch unsicher bin, dann schaue ich mir an, was die so postet und kommentiert. Da kriegt man dann eigentlich recht schnell einen Eindruck, ist das jemand, deren oder dessen Status-Updates ich, so denn der Algorithmus möchte, gerne in meinem Newsfeed hätte oder eher nicht. Das ist so mein Kriterium. Ah, das 10. Abnehmprogramm. Was ist mit den verdammten Abnehmprogrammen? Die nehmen sowas von zu. Naja. Dabei ist es ja gar nicht so schwierig. Keine Abnehmprogramme. Ich glaube, man muss auf Dauer gesünder essen, dann funktioniert das auch. Aber was weiß ich schon darüber? Lassen wir einen berufeneren Gast sprechen, nicht zum Thema Abnehmen, sondern zum Thema Startups und digitale Kommunikation. Ich habe mich sehr gefreut. Felix Tönnesen und ich haben uns, oder wir kennen uns schon länger online digital, hatten jetzt während der Corona-Zeit auch endlich mal Gelegenheit, ausführlicher zu plaudern, virtuell. Und ja, hört euch das selber an, war ein sehr, sehr spannendes Interview. Und denke ich, Felix ist halt auch jemand, und das schätze ich persönlich sehr, der auf eine sehr charmante Weise Wissensvermittlung mit Unterhaltung verbindet. Und auch jemand, dem
Ja, und da könnte es eine kleine Parallele geben, Selbstironie keineswegs völlig fremd ist. Aber genug geredet, lassen wir Felix zu Wort kommen. Lieber Felix, herzlich willkommen bei mir in der LinkedIn-Show. Wir sind online in Kontakt, sind schon länger connected auf LinkedIn, sehen uns aber zum ersten Mal virtuell hier. Ich finde die Sachen, die du machst, sehr, sehr spannend. Und ich habe gedacht, das wäre doch ein guter Anlass, heute mal zu plaudern. Du bist Keynote-Speaker, Coach und Trainer, Digitalexperte. Erzähl doch du einfach selber mal, was du so machst und wie es so weit kommen konnte. Ja, super, super gerne, Richie. Ja, so ist das immer, ne? Man hat irgendwie die LinkedIn-Kontakte und genau. Real sehend treffen, also das ist ja auch nur halb real, passiert dann doch immer seltener. Also von daher freue ich mich auch, hier zu sein. Ja, ich kann gerne mal einen kleinen, einfachen Abriss geben. Also Felix, klar, ich bin ursprünglich mal gestartet als Startup-Experte. Aus dem raus hat sich eigentlich im Prinzip alles Weitere so ein bisschen entwickelt. Irgendwann habe ich angefangen, ein bisschen Bücher zu dem Thema zu schreiben. Irgendwann habe ich angefangen, in Startups zu investieren. Irgendwann durfte ich anfangen, an verschiedenen Fernsehsendungen zu dem Thema teilzunehmen. Und so hat sich das eigentlich immer ganz, ganz spannend entwickelt. Jetzt meine Leidenschaft, die ich jetzt seit ein paar Jahren habe, ist eben einfach Vorträge halten. Ich halte sehr, sehr viele Vorträge. Das ist eigentlich schon fast mein Kerngeschäft mittlerweile. Zu dem Thema Startups, zu dem Thema Digitalisierung, Agilität und wie man sich als Unternehmer weiterentwickeln kann. Das ist so ein bisschen das, was ich mache. Persönlich wohne ich hier direkt an der Grenze zu den Niederlanden. Hier, ich gucke hier gerade raus in den Wald. Also ich bin vor einiger Zeit mitten in den Wald gezogen. Schön in die Natur. Nice. Also von daher, das ist sehr, sehr schön. Ja. Und ich habe mir gedacht, so kurz vor dem 40. Geburtstag darf man sich das mal so ein bisschen gönnen, ein bisschen mehr Natur wieder zu haben. Die jungen, wilden Jahre sind vorbei. Und von daher, ja, ich will mich nicht beklagen. Ist super, super spannend, gerade mit Gründern und Startups immer zu arbeiten. Das denke ich mir. Da hast du halt auch immer sehr, ja klar, Startups, sehr innovative Businessmodelle, sehr unterschiedliche Bereiche, in die du auch Einblick bekommst. Was interessiert dich denn ganz besonders an Startups? Ich finde bei Startups halt so spannend, dass du so unterschiedliche Felder hast. Wenn ich mir überlege, alleine in den 4 Jahren bei Höhle der Löwen, wie viele Gründer und Startups ich da begleiten durfte, da hattest du von der Großmutter, die Marmelade selber macht, bis zu den 2 Jungs, die eine künstliche Intelligenz entwickelt haben, alles dabei. Du hast aber auf der anderen Seite immer, egal in welchem Feld, sehr, sehr motivierte Leute. Leute, die Lust haben, was zu machen. Leute, die Bock haben, sich was Eigenes aufzubauen, etc. Und das macht einfach extremst Spaß, mit den Leuten zu arbeiten, weil du merkst einfach, mit wie viel Feuer, mit wie viel Elan die hinter ihrer Idee stehen. Und wenn du einen Teil dazu beitragen kannst, dass es bei denen dann klappt und bei denen funktioniert und läuft, dann hast du auch einen schönen Kickback für dich selber, für deine eigene Tätigkeit, weil es einen auch einfach simpel gesagt recht glücklich macht, wenn du anderen Leuten dabei helfen kannst, ihre Träume zu verwirklichen. Absolut. Und ich vermute mal, da wird sich auch die eine oder andere Bekanntschaft geben, die dann auch über längeren Zeitraum bestehen bleibt. Wenn das. Total. Also es ist super, super spannend. Es sind Investments daraus entstanden aus klassischen Beratungsfeldern. Es sind Freundschaften daraus entstanden. Ja. Weil wenn du das jetzt, ich mache es jetzt seit 12 Jahren und im Durchschnitt, gerade am Anfang, hatte ich bestimmt 2, 3 Gründer am Tag. Da kommst du ja schon auf ein paar tausend beratende Unternehmen aus jedem Fall. Also von jedem, ich gucke hier rum, von Getränken über Lampen, über EDV und Technik, über Software, über weiß ich nicht was, hast du halt alles irgendwie schon dabei gehabt. Und das macht es halt super spannend, weil du auch immer selber wieder neue Dinge lernst. Gab es da im Laufe der Jahre Startups, wo du auch jetzt noch zurückdenkst und sagst, das ist mir ganz besonders im Gedächtnis hängen geblieben, das war was ganz Ungewöhnliches? Ja, es gab halt immer wieder welche, die ungewöhnliche, tolle Sachen gemacht haben. Ich kann mich daran erinnern, wo wir bei der Höhle der Löwen zum Beispiel Babo Blue hatten. Babo Blue ist blaues Bier. Da hat am Anfang jeder gesagt, seien wir ganz ehrlich, Richie, trinkst du Bier und hast nachher eine blaue Zunge, einen blauen Mund, wo wir jetzt sagen, muss ich jetzt nicht haben, aber trifft 1:1 den Nerv der Zielgruppe, die auf Partys sagen, hey, cool, das ist doch super, jetzt nehme ich das, jetzt mache ich das. Und von daher, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. War eine schöne Zeit, auch mit den Jungs zu arbeiten. Wir hatten viele andere Startups, natürlich auch viele verrückte Ideen. Also Sachen, wo du nachher gesagt hast, mein Gott, wie kann man sich sowas ausdenken? Oder verrückte Geschäftskonzepte, an die ich mich zurückerinnern kann. Einer, der mein Geschäftskonzept hatte, aber nicht umgesetzt wurde. Ein Geschäft, was komplett dunkel ist. Aber nicht so, wie man das von Restaurants kennt, sondern du gehst in das Geschäft rein und es ist einfach alles dunkel.
Und du musst die Produkte finden, die zu dir. Und ich habe immer gesagt, ja, aber wie finde ich denn, also ich, ja, du musst es ertasten und erfühlen. Ich so, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was es gibt. So, also es gibt immer wieder verrückte Sachen und das macht es halt auch so ein bisschen aus. Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich bin in Österreich schon länger bei der Netidee, da gibt es auch Förderungen und wir unterstützen in erster Linie Open-Source-Projekte und Dinge, die kommerziell nicht jetzt unbedingt tragfähig wären. Aber ich bin im Zuge dessen auch immer wieder so als Startup-Mentor tätig, weil wir haben ja mit 2 Minuten, 2 Millionen den kleinen Bruder von eurer Sendung hier. Da habe ich nicht direkt damit zu tun, aber ich kenne eben viele Startups. Und es gibt ja auch immer wieder Businessmodelle, wo man sich denkt, ihr seid sehr überzeugt davon, aber ich bin mal recht sicher, das wird nichts. Hast du solche Fälle auch gehabt, wo du sofort auf Anhieb gesagt hast, nee? Ja, also das hast du auf jeden Fall. Also es wäre ja fast schon unlegitim, wenn du das jetzt nie hättest. Also wir hatten da Fälle, wo ich manchmal auch schmunzeln musste. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, das ist gar nicht so lange her, letztes Jahr. Da musste ich echt ein bisschen auch lachen und habe denen gesagt, bitte seid mir jetzt nicht böse, aber wie seid ihr denn darauf gekommen? Ja, wir haben uns das und das und das überlegt. Dann haben wir uns irgendwie eine Woche später, habe ich gesagt, lass das mal sacken, nimmt man die 2, 3 Fragen mit. Und dann haben wir uns eine Woche später getroffen. Und das lag jetzt nicht nur an unserem Gespräch, aber dann sagten die zu mir, ja, Felix, ganz ehrlich, uns ist das schon fast peinlich, dass wir letzte Woche hier waren, weil das war ja total die Schnapsidee, die wir da hatten. Und dann meinte ich so, ja, das ist auf jeden Fall jetzt mal eine schnelle Erkenntnis. Das ist also super, wenn die Erkenntnis dann nicht erst nach 2 Jahren und der zweiten Finanzierungsrunde oder so eintritt. Ja, also das ist spannend, was da halt so teilweise passiert und was man sich da so anschauen kann. Aber du musst, glaube ich, auch als jemand, der Startups unterstützt oder auch wie du als Startup-Mentor da immer auch mal was tut oder macht, da muss man halt auch einfach die Offenheit haben und ab und an nochmal sagen, hey Leute, ist jetzt nur meine subjektive Meinung, ich mag mich gerne irren, aber an der Stelle, glaube ich, ist es relativ schwierig, das zu machen. Das hast du ja auch oft, wenn Leute Geschäftsideen umsetzen, wo man das Gefühl hat, dieser Trend, dieser Markt ist schon vorbei. Also du hast ja oft so Sachen, wo du so merkst, ach, auf einmal baut jeder einen eigenen Online-Shop. Auf einmal machen alle kleine eigene Apps. Und dann die Leute, die so Jahre später damit kommen, da muss die Idee ja sogar noch viel besser sein, dass es dann meistens in diesem Markt, der sowieso schon komplett übersättigt ist, noch funktionieren kann. Ja, Becher verkaufen. Jetzt Becher verkaufen. Das wäre was. Wobei das natürlich auch jetzt schon wieder vielleicht schon so lange Retro, her ist, dass es schon wieder Retro cool Trend. Ja. Ja, schön so am Gürtel, also kann ich mich noch dran erinnern, schön so am Gürtel, hier so ein Pager an der Seite, das hatte schon was Feines, ne? Wenn es dann so aufgeblinkt hat, dann konntest du Telefonzelle und zurückrufen. Und vor allem, man konnte dann auch immer sagen, da war nirgendwo eine Telefonzelle. Ja. Gut, heute kann man sagen, ist Handy-Akku leer. Wir brauchen immer eine gewisse... Das letzte Wort müssen ja immer noch wir haben, solange ist noch okay mit den digitalen Kommunikationsdevices, solange wir noch entscheiden. Ja, aber es wird immer schwieriger. Ja, auf jeden Fall. Du bist selber, so wie du gesagt hast, ich glaube, das allererste Mal, keine Ahnung, das Jahr, als ich auf deinen Namen gestoßen bin, das war ein uralter Blogartikel von dir über das Thema Startups. Ist ja jetzt gerade auch für selbstständige Berater, für Coaches und Trainer und genauso für Startups in der Early-Stage-Phase. Die haben normalerweise keine 5, 6, auch oft keine 4-stelligen Werbebudgets. Da kommt es sehr stark darauf an, dass man gerade im digitalen Bereich mit interessanten Inhalten organische Reichweite schafft. Ja. Das ist wahrscheinlich bei dir in der Beratung auch immer wieder mal ein Thema in der Kommunikation, oder wie die Startups da vorgehen sollen. Total. Also ich glaube, einer meiner meistgebuchten Vorträge ist Marketing mit kleinem Budget, so gewinnst du trotzdem Kunden, weil das einfach der klassische Fall ist. Du bist ein Startup, du bist ein Gründer oder ein Unternehmer, du hast aber nur x Euro zur Verfügung und da reden wir ja gar nicht über die riesigen Summen, sondern manchmal reden wir ja in Anführungszeichen nur über 5-stellige Summen, ja, oder vielleicht sogar nur über 4-stellige Summen, wo einer sagt, ich habe dieses Jahr 2.000 Euro zur Verfügung, um Werbung zu machen. Und dann stellt man sich natürlich ein bisschen die Frage, ja, wie kann das funktionieren? Und dementsprechend, klar muss das Produkt umso besser sein, aber du musst dann noch kreativer sein, auch was deine Werbung angeht. Du musst dir noch mehr Gedanken dazu machen, was du tun kannst, was vielleicht auch polarisiert, was auffällt, was ein bisschen anders ist, was vielleicht auch mal aneckt. Ne? Weil wenn ich dann das tue, was alle machen und gehe jetzt hin, ich habe 2.000 Euro Werbebudget für ein Jahr und sage dann, okay, die investiere ich jetzt in Facebook-Werbung oder in LinkedIn-Werbung, dann wirst du wahrscheinlich keine Bäume damit ausreißen. Du wirst vielleicht die ersten Tests damit fahren können, aber eben keine Bäume. Und darum ist es halt da so wichtig, halt wirklich genau zu probieren und zu schauen, welche Sachen kann ich machen, welche Sachen sind anders, welche Sachen erzeugen Viralität.
Und das ist ja etwas, was ich besonders spannend finde an unserem Bereich, da, dass man sich so an den Schnittstellen eigentlich zwischen von Technologie und kreativer Kommunikation bewegt. Weil die eine Frage ist immer, was geht auf den Plattformen, was funktioniert da an organischer Reichweite? Und das andere eben, was du gesagt hast, wie kann ich mich aus der Masse oder aus der Flut von anderen, die ja letztendlich auch dasselbe versuchen, abheben? Ja, total. Du hast mit B2C und mit B2B-Unternehmen zu tun in deiner Arbeit, auch bei deinen Vorträgen und in deinem Publikum. Ja. Welche Rolle spielt LinkedIn für dich in der Arbeit oder für dich persönlich in der Positionierung? Du bist ja auch ein alter Online-Publishing-Hase und du fängst ja jetzt bei Weitem genauso wie ich nicht mit LinkedIn an, Inhalte ins Netz zu stellen, was bei vielen ja durchaus der Fall ist. Genau, also genau wie du beschrieben hast, wir kommen ja aus der Generation, wo man wahrscheinlich schon, keine Ahnung, x Social-Media-Tools alle von Anfang an durchgelaufen hat. Ne? Ich kann mich an Anfänge von MySpace erinnern, über Facebook, über Sing, über Twitter, über jetzt viel Instagram in letzter Zeit. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, also ich habe so meinen eigenen, ich würde fast sagen, Social-Media-Lebenszyklus. Ne? Also, dass ich immer so die ganzen unterschiedlichen Portale, also ich, im Moment ist es zum Beispiel so, dass ich alle natürlich immer noch mit Inhalten bespiele, aber mein Fokuskanal im Moment ist LinkedIn. Ist schon also unser Fokuskanal ist im Moment LinkedIn. Ja. Auch wenn wir jetzt auf LinkedIn, ich weiß nicht, wie viel es sind, ich glaube so 17.000, 18.000 Follower haben, währenddessen es auf Instagram irgendwie knapp 30.000 sind und auf den anderen Kanälen auch mehr, ist es dennoch unser Fokuskanal. Ich glaube, es ist egal, ob du im B2C oder im B2B-Bereich tätig bist, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich dort stark zu positionieren, weil man merkt ja richtig, also ich merke so persönlich, dass so seit einiger Zeit wie so eine Welle. Früher war das immer so, da warst du Deutschland, Österreich, Schweiz, da warst du bei Sing und irgendwie hatte man noch so ein halbtotes Profil bei LinkedIn für irgendwelche internationalen Kontakte. Und dann hat sich das ja immer weiterentwickelt. Man hat auch immer weiter die Erfahrung gemacht, dass man dort Reichweite erzeugen kann, wenn man eben gute Inhalte positioniert und eben entsprechend was macht. Deswegen ist es bei uns der totale Fokuskanal. Deswegen sind solche Sachen wie LinkedIn Lives oder kommende LinkedIn Stories etc., dass das einfach das Business-Netzwerk ist, finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass du als Unternehmer eine Chance verpassen würdest, wenn du da jetzt nicht hingehst und was machst. Und damit, und das hast du quasi indirekt angesprochen, damit meine ich aber nicht, dass du jetzt hingehst und sagst, ich suche mir 100 Kontakte raus und schicke denen standardisierte Vertriebsnachrichten, wie man die wunderbar immer in seinem Messenger-Board findet, sondern dass ich halt wirklich überlege, okay, wer ist für mich relevant, wen könnte ich adden, mit wem kann ich interagieren, wem kann ich irgendwie mal eine Info zukommen lassen oder. Ist teilweise auch Arbeit und Aufwand, aber einer, wo ich glaube, dass sich das einfach auch wirklich lohnt. Ja, das ich bin auch überzeugt davon und man merkt es auch an, ich war ja immer Pragmatiker, bei mir war bei MySpace war ja das Content-Marketing noch nicht so ein Thema, eher vielleicht im Musikbereich, aber ich sage mal dann ab Facebook, für mich war ja immer das Blog im Vordergrund und mein Interesse war eigentlich lange Zeit, welches Social Network funktioniert am besten, wo kriegt man am meisten Resultate für investierte Zeit. Da war Twitter eine Zeit lang auch sehr interessant. Ich hatte einen großen Twitter-Account und eine Weile, ein paar Monate lang Link rausgepostet, 500 Klicks jedes Mal auf den Blogbeitrag, okay, sagt man auch danke. Aber sehe ich genauso wie du, jetzt ist halt LinkedIn sehr weit vorne, könnte sich auch ändern mit der organischen Reichweite. Aber wenn man irgendwas gelernt hat, bisher bei den digitalen Medien, Zeitvorsprung lässt sich oft sehr schwer wieder aufholen später, oder? Ja, und das ist ein großer Faktor, der, glaube ich, auch eine Rolle spielt, weil ich glaube, die Leute, es gibt gerade viele Leute, die ich so in der Beratung habe, denen ich dann sage, hey, mach dir doch mal ein vernünftiges LinkedIn-Profil, die jetzt so anfangen damit. Und ich glaube, es ist genauso, wie es bei allen anderen war, wie es bei Instagram war oder. Du musst halt jetzt daran arbeiten, eben sozusagen dir eine gewisse Reichweite schon aufzubauen, eine gewisse Followerschaft vielleicht auch aufzubauen, ne, um dann das eben sozusagen auch zu nutzen. Das sieht man ja dann auch an Dingen wie mit LinkedIn Live, dass das ja auch an eine gewisse Zielgruppe dann auch erstmal nur ausgespielt wird und so weiter. Also, dass man diese Dinge halt einfach nutzen kann. Und dafür muss ich halt am Anfang Arbeit reinstecken. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal ein Jahr warte, dann ist es definitiv zu spät. Das ist so ähnlich wie die Leute, die mir jetzt sagen, ich will Instagram-Influencer werden. Das kriegst du halt nicht mehr aufgeholt. Da sind Leute 6, 7 Jahre lang hardcore jeden Tag schon dabei. Die haben schon zu viel Vorsprung. Ja, absolut. Ja, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Der zweite Teil folgt in Kürze. Vorher noch ein Nachtrag zu dem Thema Netzwerk. Da gab es nämlich zwei sehr, sehr zutreffende Kommentare. Auf der einen Seite hat die Susan geschrieben, dass
Warum? Da kann man natürlich, das kann man ja finden, das sagt gar nicht so viel aus. Und der Norbert hat dann angemerkt, ist die jeweilige Person von Bedeutung, um Kunden zu finden oder Leistungen zu beziehen, oder im anderen Extremfall will er eben nur mit dem 10. Abnehmprogramm nerven. Das heißt, der Blick aufs Profil ist eben super, super wichtig. Mit anderen Worten auch, ja, falls es noch eines bräuchte, natürlich ein super, mega wichtiges Argument, warum Social Selling so eng mit dem Digital Branding verzahnt ist, weil der Blick aufs Profil, der ist einfach super, super, super naheliegend. Nebenbei bemerkt, ihr würdet ja gar nicht glauben, welchen Aufwand sich manche Spezialisten machen, um Kontakt zu jemandem aufzunehmen. Und ich rede hier nicht von Aufnahmetrainern. In dieser Hinsicht habe ich sehr viel gelernt vom lieben Leo Martin, ehemaliger Geheimagent, Kontaktexperte. Und ich habe Leo am Wochenende wieder getroffen. Der hat gerade mit seinem Kollegen Patrick Rottler ein Buch geschrieben über die geheimen Muster der Sprache, über Sprachprofiling. Also da geht es jetzt darum, was Sprache aussagt, womit die beiden zu tun haben beim Institut für forensische Sprachanalyse. Da sind jetzt allerdings weniger Marketingtexte, sondern da geht es häufig um kriminalistische Zusammenhänge. Also wenn beispielsweise eine Erpressung oder Drohbriefe, die ja heute oft auch über digitale Kanäle verschickt werden, da ist dann natürlich oft die Frage sehr relevant, kann man anhand des Sprachmusters die Person herausfinden, und das funktioniert erstaunlich gut. Also mehr dazu in Kürze, ich bin sicher, es ist ein großartiges Buch wie alle von Leo bisher. Ich habe es aber noch nicht gelesen, ganz frisch bekommen, mehr dazu dann in Kürze. Der Grund, warum mir das an der Stelle einfällt, weil Leo eben im Rahmen seiner früheren Geheimagententätigkeit für den BND eben in erster Linie die Aufgabe hatte, Kontakt herzustellen zu Zielpersonen, zu Informanten. Und da spielt natürlich der Vertrauensaufbau auch eine ganz, ganz große Rolle. Und mit dem Unterschied halt, wenn ich auf LinkedIn sozusagen Mist baue, dann werde ich im schlimmsten Fall blockiert. Wenn ich einen hochrangigen Mafia-Boss dazu bewegen will, dass er mir Informationen gibt, und zwar ohne ihn zu erpressen, dann kann ich schnell mal mit einer Kugel oder einem Messer in Körperteilen, wo man die nicht haben möchte, enden. Also die Einsätze sind höher und dementsprechend auch die Taktiken und Techniken sehr elaboriert, aber Marketer können von Geheimagenten sehr viel lernen. Und einfach mal auf Amazon Leo Martin googeln. Gibt auch auf meinem YouTube-Kanal ein Interview mit ihm, wer sich näher dafür interessiert. Also wie gesagt, Kontaktaufbau, ein Thema, das in der menschlichen Kommunikation eine große Rolle spielt, und ich kann es nur immer wieder betonen. Ich werde es auch morgen erwähnen, Spoiler, Spoiler. Der Ersteindruck im digitalen Bereich wird immer wichtiger, und Corona, nicht der Virus an sich, sondern die Krise, die Notwendigkeit, eben mehr Homeoffice zu verwenden, die hat dem einen ganz gewaltigen Push gegeben, und umso wichtiger wird die digitale Visitenkarte. Ja, und damit wieder zurück zu meinem Gast Felix Tönnesen. Natürlich ist die digitale Visitenkarte für jeden Speaker, für jeden, der letztendlich davon lebt, dass die Personen, die ihn engagieren, sei es jetzt eben für einen Vortrag, für eine Rede, sehr, sehr häufig, und wir reden hier von 80% Häufigkeiten, an irgendeinem Punkt eben auch oft sogar nur online recherchieren. Und ja, was man da so sieht und findet, das ist halt sehr, sehr ausschlaggebend dafür, ob ich von dem dann ein Angebot anfordere oder mit ihm mal ins Gespräch kommen möchte. Ist ja selten so, wie uns das die Automatisierungskasperl gerne weismachen wollen, dass dieser Verkaufsprozess, der Funnel, und der marschiert dann durch und am Ende kommt voll gleich die Bestellung. Das mag bei manchen Kursen und so sein, aber bei höherwertigen, auch höherpreisigen Coaching-, Beratungsprodukten, bei ganz vielen Dingen ist es natürlich in erster Linie eine Vorstufe, und der Erfolg, der eigentliche Verkauf, dann sowieso im persönlichen Kontakt. Aber der Punkt beim digitalen Ersteindruck ist, ob es überhaupt zu diesem persönlichen Kontakt kommt. Da ist Digital Branding ja wirklich die Wasserscheide, die Watershed sozusagen, an der sich ja Trinkwasser von Brackwasser teilt, um in der Metapher zu bleiben. Herzlich willkommen in Gurtorix, und damit, ja, Klaus hat hier nämlich vorher noch gepostet: Unbekannte, die mich einladen, denen stelle ich gerne die Frage auf LinkedIn, wie ich ihnen helfen kann. Kommt keine vernünftige Antwort, oder ich füge hinzu, in Klammer, gar keine Antwort.
kommt die Person nicht in mein Netzwerk. Das mache ich auch oft speziell, wenn man aufs Profil schaut und dann gar nicht weiß, was die eigentlich will oder was los ist. Und ja, ich habe auch festgestellt, ich habe manchmal, hängt auch von der Tagesverfassung ab, manchmal schreibe ich dann gut gemeinten Angeboten, die mir 10.000 Leads im Monat, die mich unter 10.000 Leads im Monat ersticken möchten, dann auch zurück. Vielen herzlichen Dank, dein Targeting ist ziemlich im A-Punkt-Punkt, weil offenbar hast du keine Ahnung davon, was ich mache und bietest mir das eben an. Und ja, ich kann auch nur empfehlen, Natalia hat vor kurzem, ich glaube heute oder gestern gepostet, ein Testimonial von einer ihrer Kundinnen, die innerhalb von ein paar Wochen eine niedrig zweistellige Zahl von neuen Kunden bekommen hat. Und ich denke, das ist für die meisten Coaches eine ganz gewaltige Menge. Also ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber die Vorstellung, 10.000 eher weniger qualifizierte Leads zu bekommen, ja, nichts, worauf ich erpicht bin. Oder sagen wir so, ungefähr so sehr wie auf ein extra large Menu aus dem Burgerschnellrestaurant. So, und damit zum zweiten Teil des Gesprächs mit Felix. Wir haben uns natürlich auch über LinkedIn unterhalten und Felix verrät seine privatesten Geheimnisse. Viel Vergnügen mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs. Ein Thema spielt dem vielleicht auch noch ein wenig in die Hände. Wir nähern uns jetzt dem Beginn der Normalisierung wieder nach dem Corona-Lockdown und da hatte ich schon ganz stark den Eindruck, dass ja, diese jetzt erzwungene Digitalisierung, das Homeoffice, die vielen Online-Meetings und so weiter, das wird auch nicht verschwinden, oder? Und dadurch wird vielleicht die digitale Kommunikation insgesamt nochmal ein Stück wichtiger werden. Oder auch LinkedIn als digitale Visitenkarte. Ja, ja. Total. Also du merkst das ja auch jetzt gerade. Ich merke das ja auch, dass so neue Anfragen kommen für digitale Kongresse, dass du merkst, dass der Austausch nicht mehr so klassisch, sollen wir mal nächste Woche Freitag Mittagessen gehen, sondern dann eben auch häufig. Ja. Und da ist so der erste Touchpoint, den man häufig hat, ist bei mir ganz, ganz häufig eben LinkedIn, so wie das eben auch jetzt bei uns quasi ist. Genau. Man läuft sich dann häufiger über den Weg, hat aber da jetzt einfach die Möglichkeit, recht schnell natürlich auch in Interaktion zu treten, coole Sachen zu machen, so wie du es mit deinen Formaten machst. Und ich glaube einfach, dass das sich immer stärker entwickeln wird. Also natürlich, ich bin auch so ein Typ, wie ich eben schon mal gesagt habe, ich werde jetzt 40, ich bin aber noch in der Generation, wo ich sage, ich habe, glaube ich, mein erstes Handy mit 16. Ich kenne auch gar nicht digital. So, zwar vielleicht nicht so wie meine Eltern 40 Jahre lang, sondern nur 15. Aber dementsprechend, ich habe auch immer noch einen relativ starken Bezug auch zu sämtlichen analogen Sachen. Also ich finde es auch toll, darum habe ich eben gesagt, Wald oder wie du es gesagt hast, wenn man rausgeht, irgendwie an der Donau spazieren oder was auch immer. Einfach, dass man solche Sachen im Prinzip macht und dann auch den Austausch. Ich werde auch weiterhin Kundentermine, also ich glaube nicht, dass sich bei mir in nächster Zeit alles auf digital umstellen. Nein, aber du wirst selektiver sein, oder? Genau. Ja, aber wo macht Sinn, dass man, genau. Ja, und das macht halt einfach eine ganze Menge aus und ich glaube, dadurch hat es auch nochmal einen dicken, dicken Vorteil und dann macht halt auch die Nutzung super Sinn. Ja, ja, wir sind ja da in derselben Generation. Ich musste letztens lachen, weil ich bin noch in Tirol, zwar nicht zu Hause, aber wir waren im Sommer immer auf einer Almhütte und mein Großvater, der Automechaniker war, hat dann, weil ich wollte unbedingt Raumschiff Enterprise, Star Trek sehen. Der hat dann so eine Autobatterie, LKW-Batterie mitgenommen und einen kleinen 12-Volt schwarz-weiß Fernseher, war damals eher sogar noch exotisch. Und da gab es eben die zwei Fernsehprogramme und letztens war ich mit meiner Frau im Wohnzimmer und wir schauen wenig fern, aber ich weiß nicht, diese 5 Trilliarden Kabelprogramme, wir wollten irgendwas schauen und dann schauen wir uns dann so an, es ist nichts im Fernsehen, Netflix. Also ja. es ist schon interessant und ich glaube, es wird kulturell auch einen, so wie in jeder Generation mit neuen Technologien, auch einen Wandel geben bei den Leuten, die das gar nicht kennen. Aber für die ist ein Stromausfall dann wahrscheinlich noch schlimmer, als er für uns sein würde. Ja, ja, aber das ist ja immer so. Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte immer so in den 80er, 90ern, ich hatte so eine Casio-Digitaluhr, wie die wahrscheinlich jeder zweite hatte, und ich hatte einen Alarm immer auf 7:45. Einen Alarm auf 7:45, weil um 7:45 fingen immer die Filme an. Ja. Hast du immer um 7:45 hingesetzt, also nicht immer, nicht jeden Tag, aber schon häufiger, weil du konntest ja nicht streamen. Die Alternative war Kino, da gab es auch noch kein Pay-TV und nix. Also du konntest Fernsehen gucken oder du konntest ins Kino gehen. Ja.
So, und wenn dann mal ein guter Film, den du im Kino nicht gesehen hattest, im Fernsehen kam, boah, da saß doch die ganze Familie um 7:45, saß die doch vor der Glotze und hat gesagt, boah, jetzt wird erstmal schön Fernsehen geguckt. Wenn ich das jetzt heute irgendwie den Kids erzähle oder meiner Vorlesung raushaue, dann gucken die mich immer total entgeistert an und denken so, hä, wieso, nimm doch einfach dein Handy und stream dir den Film. So, also das ist auch manchmal sowas, was man auch jetzt gerade in der Phase, die wir jetzt gerade hatten mit diesem garstigen Ding, was uns alle umgeben hat, glaube ich, nochmal gemerkt hat, wie sehr dankbar man für manche Dinge sein muss, die wir eigentlich mittlerweile haben. Weil überleg mal, vor 20, 30 Jahren, da hättest du jetzt in der Phase zu Hause, hättest du das 56 Kilobyte Modem zu Hause stehen gehabt, du hättest keine Filme über Netflix streamen können, du hättest ja auch kein Essen mit einem digitalen Thermomix machen können, du hättest auch keine großartigen Lieferservices gehabt oder was auch immer. Es hätte alles funktioniert. Aber deswegen sollten wir eigentlich uns immer vorstellen, okay, vorher hat man so die Basis, jetzt kommt immer Luxus, 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 ja, Luxus genau. Obendrauf. Manchmal muss man dafür halt auch, glaube ich, einfach mal ein bisschen dankbar sein. Ja, das sehe ich ja absolut so. Und eine Sache, die mich persönlich sehr beruhigt, wenn du das ein bisschen verfolgst über die Geschichte der Medientechnologien, dann gab es immer mit jedem neuen Ding natürlich die Befürchtung, dass es das kulturell vollkommen ruiniert und verdummt. Beginnend übrigens schon mit der Unterhaltungsliteratur, mit dem Lesen, Fernsehen, Computerspiele, Internet, Smartphone. Aber wir haben es immer noch geschafft, unsere Namen zu buchstabieren. Das wird auch so bleiben, schätze ich mal. Ja. Also das glaube ich auch. Und ich finde immer, das macht einem immer, es ist auch immer natürlich so eine Typsache. Ne? Ich gucke immer auf auf meinem Handy, weil ich mittlerweile sagen muss, ich arbeite fast mehr mit dem Handy als mit dem Rechner. Also schon echt auch nochmal so eine eigenständige Entwicklung. Aber wenn du dir dann witzige Sachen anguckst, also denk mal einfach an vor ein paar Jahren, wenn wir an Tablets denken. Da hat jeder damals gesagt, du musst alle Webseiten optimieren auf Tablet-Zugriffe. Genau. Jeder, den ich kannte, hat sich ein Tablet gekauft. Ich bin jetzt mal für mich ganz ehrlich, ich habe irgendwo fliegt hier ein iPad rum, keine Ahnung wo, ich benutze es gar nicht. Wenn ich mir die Besucherzahlen bei mir auf der Webseite angucke und schaue mir die Tablet-Zugriffe an, ist das kein wachsender Markt. Und damals hat jeder gesagt, Laptops gibt es bald nicht mehr, wir benutzen alle nur noch Tablets. Also von daher, die Märkte entwickeln sich auch manchmal ganz interessant. Ja. Ich habe, lustig, dass du das sagst, ich habe mich vor kurzem jetzt wieder mal ein Tablet gekauft, aber nur, weil am Anfang ging was beim LinkedIn Live, konntest du nicht am selben Gerät mitschauen und die Kommentare lesen, da frage ich mich nicht, warum das nicht funktioniert hat, von dem du streamst und brauchtest du ein zweites Gerät dazu. Das ist ein günstiges Tablet ideal. Aber ja, das stimmt natürlich, die Entwicklung, das sieht man dann oft auch erst. Ich habe das letztens bemerkt, bei vielen neuen Geräten, meine Frau hat diese, glaube ich, Ring-Türklingel und so gekauft. Ja. Da gibt's, oder auch bei viel von dieser Alexa-Hardware und so, oder Smart-Devices, da gibt's keine Software für PC oder Mac. Da gibt's nur die Apps, mit denen du das am Handy konfigurierst. Wahnsinn, ne? Ja. Also das ist halt, ist echt verrückt. Und auch hier ist ja so eine Entwicklung, genau wie mit Podcasts. Ich kann mich dran erinnern, Richie, vor irgendwie, ich weiß nicht mehr, 10, 12 Jahren hatte ich so eine Podcast-Phase. Dann war Podcast für mich eigentlich tot und überhaupt gar kein Thema mehr. Absolut, ja. Und auf einmal haben mir vor 3 Jahren alle Leute oder vor 2 alle erzählt, ja, du musst einen Podcast machen. Ich habe mich die ganze Zeit dagegen gesträubt, weil ich immer gesagt habe, hä, das habe ich doch vor 10 Jahren schon gemacht. Ist das ist doch vorbei, das Thema. Ja. Und das ist halt manchmal so der Wahnsinn. Und dann hast du ja immer so, ja, man wandelt ja durch so eine Welt, wo du immer denkst, da hast du einen digitalen Halbgott, da hast du einen digitalen Halbgott. Jeder gibt dir irgendwie so die Infos. Die einen haben dann gesagt, du musst alle Inhalte, müssen multimedial, es müssen Videos sein. Irgendwann kommt der sagt, die Leute haben keine Zeit mehr, es muss doch nur noch auditiv sein. Du musst es für unterwegs haben. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, Inhalte werden dann am besten konsumiert, wenn du es in irgendeiner Form runterschreibst und. Also von daher Wahnsinn, was sich da alles tut. Ja, ich habe da eine total coole Aussage vor kurzem gehört von einem Amerikaner, der hat eine Agentur, die machen nur LinkedIn-Kampagnen und LinkedIn-Marketing, wirklich für große Kunden, und der hat auch die entsprechende Vergleichsbasis an Daten, um da Aussagen treffen zu können. Und der hat gesagt, sie haben wahnsinnig lang getestet, was funktioniert am besten als Lead-Magnet, formal jetzt, also vom Format her, ein E-Book, ein Video und so weiter, und gesagt, sie sind zu dem Ergebnis, oder eine Checkliste, es ist vollkommen egal, es muss ein Inhalt sein, der für die Zielgruppe nützlich ist. Dann schauen sie sich ein E-Book an oder eine Checklist, vollkommen wurscht. Das haben sie nicht viel Feststellung. Es muss halt das sein, was für die Leute interessant ist. Ja. Da gibt es keine super Tricks oder Verfahren. Da bin ich sowas von hundertprozentig deiner Meinung. Ja. Aber das ist halt spannend. Das ist ja auch so eine Frage, die ich auch immer wieder von Startups kriege. Ja, sollen wir das jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier, was weiß ich, 15 Tipps, wie man irgendwie Online-Marketing macht. Sollen wir das als Checkliste rausbringen? Sollen wir ein Video dazu machen? Sollen wir ein Audio-File dazu machen? Kann ich ein gedrucktes Buch raushauen? Also
wie du eben schon gesagt hast, ich glaube, es kommt einfach am Ende des Tages darauf an, dass der Content halt zu dieser Zielgruppe passt, dass er halt auch einfach konsumierbar ist. Manchmal ist es auch schön, dass wir miteinander kombinieren, dass man dann sagt, hey, du kriegst hier das E-Book, aber gleichzeitig kannst du dir auch die Audio, hast du auch die Audio-File. Also entscheid, welches von den beiden Dingern für dich am besten ist. Aber ich glaube, wenn du wirklich weißt, dass es für dich jetzt was richtig Relevantes ist, ich meine, guck mal, ganz ehrlich, ich musste die Tage hier Benzinrasenmäher aufbauen. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Ja. Im Internet bestellt, dann kommen die halt leicht auseinandergebaut. Okay, ja. Dann kam dieser Benzinrasenmäher und da lag halt eine Bedienungsanleitung dabei, wo aber auch ein QR-Code drauf war, dass du dir ein Videotutorial angucken konntest. Mhm. Aber mit dem Videotutorial, ich musste immer vor- und zurückspulen, weil ich dann schon eher so ein bisschen der hektische Typ bin. Also vor- und zurückspulen. Ja, das habe ich schon, das habe ich schon, das habe ich schon. Am Ende habe ich das weggelegt und habe es mit der händischen Bedienungsanleitung gemacht. Mit der gedruckten. Da waren kleine Bildchen drin. Da stand daneben, mach jetzt das, Felix. Jetzt machst du das, jetzt machst du das. Und dann hat es halt auch super gepasst. Ja. Ja, das ist Klassiker, wirklich. Ja, da merkt man auch bei Dingen, die man gerne im eigenen Tempo macht, da ist dann oft ein Video oder Audio nicht optimal, auch je nach Nutzungsszenario, wenn ich mich gemütlich auf die Couch schauen will. Ja, finde ich cool. Da Sensibilität dafür zu entwickeln, welche Inhalte sind für meine Zielgruppe interessant, wie kann ich die gut präsentieren, dann braucht man kein Online-Marketing-Voodoo oder überhaupt nicht. Glaube ich auch nicht. Lieber Felix, eine Frage, der kein Gast hier hinkommt in meiner Sendung. Erzähl uns doch bitte irgendetwas über dich, wie du magst, privat, beruflich, kulinarische Vorlieben, Hobbys, was deine Online-Kontakte oder der Großteil deiner Online-Kontakte nicht über dich wissen. Was die nicht über mich wissen. Okay, ich überlege gerade. Also ich glaube, was viele Leute von mir nicht wissen ist, das passt auch gut zu dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben, ist, man denkt ja immer, jemand ist so total digital, ist mit allem Digitalen aufgewachsen. Bei mir ist das so, ich komme aus einem ganz, ganz kleinen Dorf, in dem ich jetzt ja wieder sozusagen wohne nach 15 Jahren Düsseldorf. Also aus einem ganz, ganz kleinen Dorf und ich war ganz lange in dem Dorf bei den Pfadfindern. Und war bei den Pfadfindern und war immer im Zeltlager und war immer draußen, immer in der Natur. Wir haben immer Nachtwanderungen gemacht, wir waren im Wald und. Ah, großartig. Viele Leute sind immer, am Anfang habe ich da nie so viel auch mit dem Dorf nicht so erzählt, weil da dachte ich ganz am Anfang meiner eigenen Selbstständigkeit, habe ich mir gedacht, musste vielleicht so ein bisschen so denen aus der Großstadt und der digitale Native. Ist man eher das Landei sowieso, ja? Genau, und nicht das Landei. Genau. Was ich dann vielleicht am Anfang halt sozusagen auch war mit allem, was hier bei uns dazugehört, von Karnevalsverein über Schützenverein und. Aber das war für mich rückwirkend eine Zeit, die mich halt extremst geprägt hat, die für mich immer so den Counterpart bildet zu, ich drehe digital jetzt nicht total durch, sondern ich laufe halt auch in den Wald, ich lege mich auch in den Garten, ich beschäftige mich auch mit Gartenarbeit. Ich kann das gar nicht so beschreiben, das ist sowieso ein Teil der DNA. Und ich glaube, das wissen halt viele Leute manchmal gar nicht. Und von daher ist das was für mich immer was ganz, ganz Besonderes ist. Ja, das verstehe. Und ich glaube, das hält auch gesund Ausgleich generell. Ja, total. Also ich habe mittlerweile, Kunden im Coaching, die sind dann manchmal ein bisschen überrascht. Da sage ich immer, wenn die bei mir zum Beispiel so eine 2-Stunden-Session buchen, da sage ich immer, passen Sie auf, wir machen folgendes, wir machen eine Stunde hier drin, bei mir, so einen Seminarbereich, und danach gehen wir eine Stunde in den Wald. Dann gucken die mich immer ganz erschrocken an, was machen wir denn da im Wald und hinterm Baum oder was macht der da? Aber das ist immer eine super tolle Sache, weil es einfach Spaß macht. Und gerade wenn es zum Beispiel darum geht, kreative Methoden zu entwickeln, darüber nachzudenken, was wir mal an Werbung anders machen können, wie wir das Unternehmen skalieren und weiterentwickeln können, da brauchst du halt einfach frei. Du brauchst Luft, du musst raus, du musst denken können. Und das funktioniert da halt immer wunderbar. Ja, das ist ein sehr schöner Tipp. Ja, ich beneide dich wirklich darum, dass du so sehr in Waldnähe wohnst. Ja, also es ist wirklich toll und es macht... Pass auf, ich zeig's dir. Ich kann meine Webcam ja drehen. So ist jetzt nicht so wirklich aufgeräumt, aber es ist da. Das, was du siehst, das ist alles schon der komplette Wald. Und wir reden jetzt auch nicht von einem ganz kleinen Wald, sondern wir reden halt wirklich von einem sehr, sehr großen Wald. Und das ist wirklich toll. Du kannst hier joggen gehen, du kannst hier Fahrrad fahren. Also das ist immer für mich so das Wichtige. Wir hängen ganz häufig ja in unseren ganzen operativen Schleifen. Genau. Das und das. Wenn ich mir mein Trello-Board angucke, dann habe ich durchweg Kopfschmerzen. So, und dann mache ich das und das und das und das und das und muss immer schon gucken, weil jetzt habe ich eigentlich schon die nächste Aufgabe. Aber wenn ich so strategisch denke, wenn ich mein Unternehmen wirklich weiterentwickeln will, dann ist es immer der Weg, wo ich hin muss. Ja, das glaube ich, kann man auch nur empfehlen. Das Perspektivenwechsel auch mal wörtlich nehmen. Ja, das stimmt. Lieber Felix, danke schön. War ein sehr interessantes Gespräch. Wir lesen uns und wir hören uns. Würde mich freuen, wenn wir das mal fortsetzen bei Gelegenheit.
Super, super gerne. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder hören. Gleichfalls. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Sehr, sehr angenehmes Gespräch. Und ich muss sagen, wir haben es hier natürlich auch sehr fein zwischen Augarten und Donaukanal, aber, so ein Wald, ein paar Meter hinterm Arbeitsplatz, man, das hat natürlich schon sehr was für sich. Und damit komme ich auch schon wieder fast, oder kommen wir schon fast zum Ende dieser Sendung. Liebe Katrin, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für dein Feedback. Aber wie die Stammzuseher bereits wissen, keine LinkedIn-Show endet ohne die Status-Updates der Woche. Und ich denke, da sind diesmal auch wieder einige sehr, sehr spannende Themen dabei. Wir sind ja jetzt auf recht schnellem Weg zur Normalisierung nach Corona, aber nichtsdestotrotz in den letzten Wochen und Monaten sind natürlich sehr viele Prozesse gestanden, unter anderem ganz stark davon betroffen war Onboarding. Wenige Unternehmen haben jetzt neue Mitarbeiter rekrutiert, eingestellt. Eine der Ausnahmen ist Britta Behrens, die eben vor kurzem von Piwik Pro, wo sie Marketing verantwortet, zu HRS gewechselt ist. Dort kümmert sie sich ja um Influencer, um das Influencer-Programm, Corporate Influencer, und da passt natürlich LinkedIn auch sehr gut rein. Und ich glaube, auf dieses Interview, auf dieses Gespräch haben sich schon sehr viele gefreut. Britta im Gespräch mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann über ihren Job bei HRS, über Corporate Influencer und eben auch über das Onboarding in Zeiten von Corona. Dann haben wir hier ein Posting von Function HR. Das ist ein Unternehmen, das Data-Lösungen, Analyselösungen für Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Und da läuten natürlich sofort bei vielen die Alarmglocken von wegen ja, gläserner Mitarbeiter. Die wenigsten haben Zeiterfassungssysteme oder Stechkarten oder so, in wirklich gute Erinnerungen. Und das klingt jetzt vorerst mal ein bisschen nach Zeiterfassung auf Steroiden sozusagen. Dabei geht es aber bei Function HR eigentlich um das genaue Gegenteil, nämlich darum, eben Datenlösungen smart einzusetzen, um die sogenannte, wie es auf Englisch heißt, Employee Experience zu verbessern, also um die Mitarbeiter glücklicher zu machen. Und das erfordert natürlich auch eine Menge Aufklärung und wie Function HR hier schreibt, es ist auch oft der Betriebsrat, der sich gegen die Auswertung von Personaldaten stemmt. Ist auch verständlich, man hat ja nicht immer die besten Erfahrungen mit digitalen Daten gemacht und Überwachung. Also auch hier in diesem Bereich, denke ich, sensibel, großes Potenzial, gerade im Hinblick auch auf Mitarbeiterbindung und so weiter. Aber ja, kommt eben immer darauf an, wie man es einsetzt. In dem Sinne auch spannend, dass der Function HR noch viel Aufklärungsarbeit für sich hat. Ja, finde ich auch gut, wie ihr LinkedIn in diesem Zusammenhang nützt. Elisabeth Motsch, meine Lieblings-Styling- und Mode-Expertin, hat ein meiner Ansicht nach sehr, sehr kluges Posting verfasst zu einem Thema, das nicht so bald abgeschlossen sein wird, dass uns ein ganzes Weilchen verfolgen wird, und zwar du oder sie. Keine einfache Situation, speziell weil wir uns ja gerade in einer Umbruchsphase befinden. Ich sage mal, vor 30, 40, 50 Jahren vielleicht, da war es noch ziemlich eindeutig, wenn man mit sie anspricht, wenn man mit du anspricht, Arztbesuch und so weiter, viele jüngere Ärzte, die mittlerweile mit ihren Patienten bei du sind. Man weiß es halt nicht, was jemand bevorzugt, und im Zweifelsfall, und da stimme ich Elisabeth natürlich vollkommen zu, ist gerade im persönlichen Kontakt die Sie-Ansprache erstmal die sicherere, oder ich sage so, die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden auf den Schlips tritt, wenn man mit sie anspricht, die ist grundsätzlich mal geringer als im umgekehrten Fall, und das Du kann man ja dann immer noch anbieten. Anderer Aspekt an dem Thema ist natürlich auch, dass es immer wieder mal vorkommt, oder mir passiert das zumindest, dass man jemanden getroffen hat, schon mal bei Du war und nach 2-3 Jahren sich nicht mehr sicher ist und so. Und ich persönlich, ich habe da einen relativ radikalen Cut gezogen und spreche meine Kontakte eigentlich nur mehr in der Einzahl an. Sie-Form, die Höflichkeitsform mit großem S, ist ja eigentlich die
Mehrzahl dritte Person. Irgendwie skurril, wenn man drüber nachdenkt. Aber wenn ich per Sie kontaktiert werde, dann antworte ich natürlich auch per Sie und nicht mit Du zurück. Aber wer weiß, vielleicht muss die nächste oder zumindest hoffentlich die übernächste Generation sich über dieses Thema keine Gedanken mehr machen und sie wird dann irgendwann eine altmodische Anrede sein, die man in Retro-Memes und Theaterstücken über den Beginn des dritten Jahrtausends wieder treffen wird. So wie ihr oder eure Durchlaucht im Mittelalter oder so. Thomas Geiswinkler von LinkedIn hat gestern auf einen sehr spannenden Artikel hingewiesen. Die LinkedIn-Redaktion, die großartige Sarah Weber, hat mit einer Menge Experten gesprochen. Und zwar war ihre Frage, in welcher Art und Weise wird Covid die Welt verändern? Was sind die nachhaltigen Auswirkungen? Ein sehr ähnliches Thema, wie wir auch bei OnPoint hatten. Nächste Runde in Kürze. Der Artikel ist gegliedert in verschiedene Big Ideas, in 10 Big Ideas, Chance fürs Klima, zeigt sich jetzt schon wieder an aktuellen Messungen, da dürften die Auswirkungen nicht so wahnsinnig nachhaltig gewesen sein. Corona macht Bildung digitaler, in vielen Bereichen hoffentlich ja. Manche österreichische Schulen sind da nicht so aufgeschlossen, aber jetzt kriegen zumindest alle Laptops, auch neu beschlossen von der österreichischen Regierung. Die Verkehrswende ist kein Corona-Opfer, nein, ganz, ganz klar natürlich nicht. Niemand wird das Großraumbüro vermissen. Ich glaube, viele Punkte, denen man wirklich nur uneingeschränkt zustimmen kann. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Nur die Zukunft und die Kristallkugel wissen, was die nächsten Monate und Jahre bringen. Irene Kilubi, meine Partnerin in Crime bei OnPoint, bietet im Rahmen der CompuSafe Data Systems Academy ein sehr, sehr interessantes und kostenloses Webinar an für alle, die sich mit dem Thema Community befassen möchten, befassen müssen beruflich. Und zwar, das ist ganz klar natürlich, Communities sind eine der besten Möglichkeiten, Traction online zu erzeugen. Fans, Leute, die wirklich begeistert sind für die eigene Dienstleistung, für das eigene Produkt. Aber wie geht man damit um? Irene spricht über das Thema starke Bindungen durch Community Building schaffen. Kann ich nur sehr, sehr empfehlen, da teilzunehmen. Also rasch zur Anmeldung, erfolgt über Eventbrite. Die Tickets kosten nichts. Nada, niente. Ja, und das hat jetzt wirklich so gar nichts mit LinkedIn zu tun. Tunnelbau. Aber in Österreich natürlich ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so bekannt ist. Der Choralbentunnel, eines der ja, längst dauernden Bauprojekte in Österreich. Heute erfolgte der Durchstich der zweiten Tunnelröhre. Das heißt, man könnte sagen, der Choralbentunnel ist fertig. Er ist noch nicht befahrbar. Es wird noch 5 Jahre dauern, bis die Gleise verlegt sind, bis die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und so weiter gemacht sind. Aber 2 Dinge sind sehr bemerkenswert daran. Zum einen war das Projekt, es hat begonnen vor 24 Jahren mit der Planungsphase, da gab es bei jedem Tunnelbau sehr viel Widerstand und so weiter. Die projektierten Baukosten betrugen damals 5,4 Milliarden Euro bis zur eben Phase dieses Durchstichs. Es gab, wie auch bei vielen Tunnelbauten, einige unerwartete Schwierigkeiten und so weiter. Es ist der 6. längste Bahntunnel der Welt. Wird er dann sein, wenn er als Bahntunnel eröffnet ist. Und die tatsächlichen Baukosten betrugen, behold, 5,4 Milliarden Euro. Das ist, denke ich, auch eine Seltenheit bei solchen Großprojekten. Muss man auch mal erwähnen, auch in Österreich normalerweise eher andersrum der Fall. Ja, und weil wir vorhin auch das Thema Verkehr hatten, das ist schon recht beeindruckend. Wenn wir Wiener in Zukunft nach Graz fahren, dann spart uns das 45 Minuten und Wien-Klagenfurt wird man in deutlich unter 3 Stunden erreichen können. Und das ist deshalb relevant, weil ich kenne diese Strecken, ich bin sie hunderte Male gefahren, mit dem Auto, mit dem Zug, whatever. Und es ist natürlich schon ein Thema, wenn die Bahnfahrt deutlich länger dauert, überlegt man eher, wenn ich auf jeden Fall inklusive dann vom Bahnhof zur Enddestination zu kommen, deutlich schneller mit der Bahn unterwegs bin, dann könnte das natürlich auch der Mobilität auf der Schiene einen, nein, könnte nicht, das wird der Mobilität auf der Schiene einen gewaltigen Push geben und insofern braver Tunnel, weniger Autoverkehr, ja, gute Sache. Gewaltige Leistung nebenbei der Ingenieure, ist ja immer ein großes Thema, wie genau kann man das machen, die haben natürlich alles eingesetzt, was heute so möglich ist, ein Kreiselkompass, super genauen Sensoren. Bei der zweiten Tunnelröhre, der Versatz, also
sozusagen, wie weit die Realität von der Planung entfernt war. 8 Zentimeter. Ich glaube, 24 Kilometer ist der Tunnel lang. Ja, da freut man sich. Thomas freut sich auch. Das ist wirklich ein gigantisches Projekt. Und wie gesagt, ich habe so ein... Mich interessiert sowas immer sehr, ein Riesenhighlight, den Hoover Dam zu besuchen in Vegas. Und ja, Choralbentunnel 2025 können wir ihn dann bequem via Bahn durchfahren. Ich freue mich drauf. Susan Omondi, meine Kollegin bei der LinkedIn Charter for Respect. Charter for Respect, ich weiß es immer noch nicht. Wie ist das mit den Werten auf LinkedIn? Eine Frage, die man auch nicht endgültig und abschließend jemals wird klären können, schon gar nicht in einem LinkedIn Live. Deswegen macht Susan auch gleich eine ganze Serie. Für morgen hat sie mich eingeladen, und zwar für morgen um 7 in der Früh. Also LinkedIn Live Frühstücksfernsehen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid. Es wird auch Beats und Tanz geben, also sozusagen das Afterclubbing nach der Nachtruhe. Ja, Werte, Offenheit, Wertschätzung, wenn ihr dazu Ideen habt, Fragen mit uns diskutieren wollt, wir freuen uns auf euch und wir werden frisch, munter und ausgeschlafen um 7 Uhr. Ja, hier, same time, nein, nicht same time, same location, same station sozusagen, über Susans Live-Zugang allerdings. Ich werde es natürlich auch gleich posten, euch morgen in der Früh über die neuesten Promi-Trends auf Instagram, das Wetter und was hört man sonst so im Mode? Nein, blöd, wir werden natürlich über die LinkedIn. Kater, Charter, weiß das jemand? Sag mal auf Deutsch Kater oder Charter. Das ist eines der Wörter, wo ich mir wirklich ganz unsicher bin, wie man es ausspricht und das als Native Speaker. Ja, wie auch immer, morgen um 7 Uhr in der Früh, Susan und Richie versüßen euch das Frühstück oder na, versalzen ist blöd. Oder streuen euch extra Chili aufs Frühstück, Schinken, Brot oder Tofu-Bäckerl. Oder Avocado, Rührei, wie auch immer. Auch morgen, der 50. Linked Friday, die Schnapszahlen und Jubiläen überschlagen sich. Freue mich, wenn du dabei bist. Ganz, ganz simpel. Markiere einen oder mehrere Kontakte aus deinem Netzwerk. Sag, was du an ihm oder ihr schätzt. Ja. Werte, Wertschätzung, das passt sehr gut zusammen. Zeit, mal jemanden zu loben. Wir sind ja keine Leserbriefschreiber, die vorwiegend dann zur boshaften Feder greifen, wenn uns irgendwas nicht passt. Linked Friday, share the love, seid dabei morgen. Mehr Infos auf linkedfriday.net. Und dann nach unserem 7 Uhr Live geht es anschließend weiter. Wie bereits erwähnt, mit dem PRVA-Frühstück und ich habe euch die Links zum Interview mit Felix und zum geheimen LinkedIn-Event, wo man morgen mitschauen kann, weil die Veranstaltung ist ausgebucht, bereits in den Shownotes gepostet. Die Links zu den Status-Updates der Woche folgen in Kürze. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen, hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Nächste Woche wieder die datenschmutzigste B2B-Talkshow im Dachraum und dann mit zwei sehr, sehr bekannten, großartigen Digitalexpertinnen, einem Power-Duo, das in kurzer Zeit ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, tätig im PR, im Marketingbereich, das ist ja heute alles nicht mehr so ganz genau trennbar, und zwar Miriam und Nora von Mashup Communications, ja, Storytelling, digitale Kommunikation, Berlin-Style sozusagen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Nächsten Donnerstag um 16 Uhr dann die LinkedIn-Show Nummer 45 mit Datenschmutz. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Ich freue mich, wenn wir uns morgen beim Linked Friday oder frühmorgens beim Frühstücksfernsehen mit Susan und mir oder dann um 11 beim BAVA begegnen. Und dann nach diesem geballten Video-Livestreaming-Tag geht's in ein Wochenende. Hier in Wien leider nicht so sonnig. Und dabei wird die Lust auf Schwimmen immer größer. Naja, schauen wir mal. In jedem Fall, wir sehen uns. Richie raus. Das war die 44. LinkedIn-Show.